Auch wenn Bastian Bielendorfer, 36, in der RTL-Show Let's Dance in diesem Jahr einen respektablen 6. Platz ergattern konnte, ist er doch hauptberuflich als Comedian tätig. Jetzt hat der 36-Jährige in Duisburg sein neues Programm für RTL aufgezeichnet. Die Mehrheit der 1200 Zuschauer war von der Show begeistert, wie Bielendorfer auf Twitter verkündet. Doch es gab auch eine Kritik von einer Userin mit offenbar rechter Gesinnung. Und diese Frau knöpfte sich Bielendorfer in seinem Tweet persönlich vor. Bastian Bielendorfer mit Wahrheiten über den Account seiner Kritikerin? Wie Bielendorfer berichtet, habe seine Zuschauerin kritisiert, dass er in seinem Programm etwas über Faschismus heute im Bundestag und über die AfD gesagt habe. Daraufhin hat sich der Comedian das Profil seiner Kritikerin einmal genauer angesehen und stellt fest: Ich bin wirklich begeistert. So eine wundervolle Melange aus rechtem Bullshit. Verschwörungstheorien und einfach nur Hass auf alle, die schwach, arm oder nicht so sind, wie du, die Aussagen seiner Kritikerin finde er nur unglaublich gruselig, stellt Bielendorfer fest und fügt hinzu: Mir wurde ein bisschen übel, aber ich biete dir an, dass du dein Geld zurückhaben kannst. Let's Dance Star will kein Geld von rechten Zuschauern. Wie der Comedian weiter berichtet, habe ihm die Zuschauerin ihre Kontodaten zukommen lassen. Und natürlich werde er ihr das Geld zurücküberweisen. Ich bin ganz ehrlich. Ich möchte von Leuten wie euch auch kein Geld haben, erklärt der 36-Jährige unmissverständlich und fügt hinzu: Ich möchte kein Geld mit einer Eintrittskarte verdienen, die ihr gekauft habt. Comedian spendet Geld für Flüchtlingshilfe. Bastian Bielendorfer lässt es nicht bei der klaren Ansage an seine Kritikerin bewenden. Er kündigt seinen nächsten Schritt an und stellt fest: Darüber freust du dich ganz besonders, nachdem ich mir dein Profil angeschaut habe, was ja von Hass auf Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen geradezu zerfressen ist.